Hi, ich bin Leo und im heutigen Basic-Video geht es um das Thema Objektive bzw. Optiken. Viel Spaß! Wir hatten ja letzte Woche schon das Thema Blende und da habe ich angesprochen, dass die Blende sich im Objektiv befindet. Aber was ist überhaupt das Objektiv? Das Objektiv lebt vorne auf eurer Kamera und bündelt das Licht auf den Sensor. Hierbei ist es vollkommen egal, was für eine Kamera ihr habt. Ob eine krasse DSLR oder euer Handy. Überall gibt es ein Objektiv. Bei DSLR und DSLM-Systemen gibt es allerdings die Besonderheit, dass ihr diese Objektive auswechseln könnt. Und darum geht es jetzt auch, um Wechselobjektive. Grundsätzlich unterscheidet man in zwei Kategorien. Einmal Zoom-Objektive und Festbrennweiten. Festbrennweiten haben eine feste Brennweite, wie der Name schon sagt. Das heißt, ihr könnt damit nicht reinzoomen und seid halt auf einen Bildausschnitt quasi gebunden. Ganz anders die Zoom-Optiken, mit denen könnt ihr nämlich reinzoomen, wie der Name schon vermuten lässt, und habt damit deutlich mehr Brennweiten abgedeckt. Und wenn ihr so seid wie ich am Anfang, dann fragt ihr euch jetzt bestimmt, warum sollte man dann überhaupt Festbrennweiten benutzen? Das klären wir jetzt unter 5 Aspekten, wo Zoomlinsen besser sind und wo Festbrennweiten besser sind. Punkt Nummer 1, die Verarbeitung. Ich habe in meinen 3 Jahren Filmen und Fotografieren gemerkt, dass Festbrennweiten bei einem billigeren Punkt besser verarbeitet sind als Zoom-Objektive. Im High-End-Bereich tut sich da allerdings nicht mehr so viel. Punkt Nummer 2 ist die Blende bzw. die Lichtstärke. Festbrennweiten können in der Regel bei einem ähnlichen Preispunkt deutlich offenblendiger gehen als Zoom-Objektive. Das heißt, wer viel Licht auf seinen Sensor braucht bzw. will, der ist bei einem Low Budget zu den Festbrennweiten geraten. Allerdings muss man da aufpassen, und zwar bei günstigen Objektiven, die sehr offenblendig gehen, hört man häufiger, dass die nicht so scharf sind. Aber was heißt das überhaupt? Die Schärfe hat jetzt nichts mit der Auflösung oder so zu tun, sondern mit der Menge an Glas, die zwischen Eintreffen ins Objektiv und Sensor ist. Beim Zoom-Objektiv ist es logischerweise mehr, da man dort mehr zoomen muss. Das heißt, da müssen mindestens 2 Linsen mehr drin sein. Das ist bei der Festbrennweite nicht so. Das heißt aber jetzt nicht, dass Festbrennweiten allgemein schärfer sind. Das heißt nur, dass sie weniger Glas haben. Es bringt euch aber nicht, möglichst wenig Glas zu haben, wenn das Glas schlecht verarbeitet ist. In einigen Objektiven gibt es sogar Plastik drin. Davon rate ich euch komplett ab. Bei einem gut verarbeiteten Objektiv werdet ihr überall im ganzen Bild immer die gleiche Schärfe haben. Wenn man allerdings ein günstigeres hat, kommt es häufig dazu, dass es an den Rändern leicht unscharf ist. Das kann euch aber vollkommen egal sein, wenn ihr Bilder nur für Social Media macht und nicht irgendwie für Riesendrucke bzw. Filme nur für YouTube und nicht für irgendwelche Riesenproduktionsfirmen. Aber für den Fall, dass ihr doch euer Landschaftsbild riesengroß in euer Zimmer hängen wollt und nicht wollt, dass es an den Seiten leicht unscharf ist und ihr kein teures Objektiv habt, dann blendet einfach ein bisschen ab. Das heißt, ihr fotografiert vielleicht nicht bei Blende F3, sondern bei Blende 8 oder so. Aber das war's schon mit Punkt Nummer 3. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und zwar die Arten von Optiken. Man unterscheidet nochmal in 5 Nebenkategorien, weil es sind keine Unterkategorien. Es gibt Superweitwinkelobjektive. Das ist alles, was 14 mm oder weniger Brennweite hat, dann Weitwinkelobjektive, das ist alles von 14 bis 24 mm, dann normale Objektive, das ist alles von 24 bis 80 mm, dann Weitwinkel, das ist alles von 80 bis 100, bis ungefähr 150 und von 150 und mehr spricht man dann von Superteleobjektiven. Und bevor irgendjemand mich hier flamen will,
Die Werte schwanken, je nachdem, wo man sie nachguckt. Dafür gibt es keine festen Definitionen. Mit einer Festbrennweite seid ihr halt auf einer Brennweite festgetan. Das heißt, ihr seid in einem der 4-5 Schubladen. Mit einem Zoom-Objektiv kann das gut und gerne mal sein. Beispielsweise mit dem hier, das sind 18 bis 250 mm. Ist man halt direkt in 4 dieser Kategorien drin. Und das kann sehr praktisch sein, wenn man nur mit einer Optik reist. Das ist auch der Hauptvorteil von den Zoom-Objektiven, dass man halt ein oder zwei Objektive braucht, um 5 bis 10 Festbrennweiten abzudecken. Und kommen wir nun zum letzten Punkt, und zwar dem Preis. Zoom-Objektive sind meistens ein bisschen teurer als Festbrennweiten, weil da nun mal mehr Glas drin ist. Allerdings, wenn man es dann wieder umrechnen würde, die ganzen Brennweiten, die man bekommt und die alle in Festbrennweiten kauft, dann ist das Zoom-Objektiv auf einmal viel, viel günstiger. Aber wem rate ich jetzt zu was für einem Objektiv? Anfängern und Einsteigern, die noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen, den rate ich zu einem Zoom-Objektiv mit irgendetwas ungefähr von so 16 mm bis so 80 mm. Damit hat man alles abgedeckt, was man für den Anfang braucht, und man kann ein bisschen herumexperimentieren. Wenn ihr jetzt aber genau wisst, was ihr machen wollt, dann gibt es folgende Sachen zu beachten. In der Sportfotografie versucht man immer ein Objekt einzufangen. Das heißt, da werden eher Teleobjektive benutzt, beziehungsweise Telezoom-Objektive. In der Landschaftsfotografie ist das total verschieden. Es gibt Fotografen, die schwören auf den Weitwinkel, es gibt welche, die schwören auf ihre 50 mm, die ich überhaupt nicht verstehen kann, und es gibt auch welche, die benutzen gar keine Brennweiten unter 80 mm. Ich für mich benutze am liebsten meine 14 mm. Das weitwinkligste, was es damals gab, als ich das Objektiv gekauft habe, zu einem Preis-Leistungsverhältnis, das für mich gepasst hat. Für die Leute, die Porträts und Menschen fotografieren, den rate ich zu einer 35 oder einer 50 mm Festbrennweite. Googelt da einfach mal ein bisschen rum und vergleicht ein paar Bilder. Dem einen gefällt das besser, dem anderen das. Jetzt sind wir durch mit den 5 Kategorien und meiner Kaufempfehlung. Aber welche Objektive benutze ich eigentlich? Ich habe hier hinten mal drei Objektive von mir aufgestellt. Das ist einmal die Standard Nikon Kit Lens. Mit der war ich nie wirklich zufrieden. Von der habe ich dann auf dieses 18 bis 250 mm Objektiv gewechselt. Das deckt einen extrem großen Raum ab. Kann ich jedem nur empfehlen. Hat mir 2 Jahre lang wirklich gute Dienste erwiesen. Jetzt ist da drin ein bisschen schon was kaputt. Die ist mir aber auch schon das ein oder andere Mal runtergefallen. Aber super ordentliches Objektiv. Und dann kommen wir zu meinen Festbrennweiten. Ich habe hier einmal das Yongnai 35 mm, kostet knapp, habe ich für knapp 80 Euro gekauft. Für den Preis lohnt sich dieses Ding. Das schwankt ein bisschen auf eBay. Ich packe euch mal die Links dazu in der Videobeschreibung. Kann ich aber auch nur jedem empfehlen, der nicht mehr Geld ausgeben will oder kann. Und zu guter Letzt das Valimex Pro 14 mm. Auf dem filme ich gerade, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Das ist mein absolutes Lieblingsobjektiv. Es ist zwar komplett manuell, es ist auch ein Filmobjektiv. Das heißt, es hat so Zerrrädchen dran und die Blende wird nicht in F, sondern in T-Stops angegeben. Aber ich liebe es über alles. Ich mag einfach den Look von Weitwinkelobjektiven. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen. Ich nehme dieses Video jetzt gerade zum dritten Mal auf, weil ich beim ersten Mal nicht scharf gestellt hatte. Beim zweiten Mal hatte ich meine Sonnenbrille nicht auf. Und jetzt passt hoffentlich alles. Aber bis dahin, bleibt fresh und ciao!